Die Welt der Orchideen entdecken. So, jetzt sehen wir hier sehr schön den Neuaustrieb, der hier herausgewachsen ist. Mittlerweile ist richtig schön kräftig groß geworden. Und auch die Bulben sind alle richtig straff und prall. Also ist es nicht normal, wenn bei diesen Orchideen die Bulben eintrocknen. Von daher ist das dann auf jeden Fall ein Zeichen, dass in der Erde irgendwas nicht stimmt. Und das Moos wächst hier oben mittlerweile heraus, das Sphagnummoos. Sobald es an frische Luft kommt, wird es braun. Also das Sphagnummoos mag keine Raumluft. Von daher ist eine hohe Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall notwendig, wenn man das heranziehen möchte. Aber wir sehen, es geht tatsächlich auch in einem Glas. Muss halt darauf achten, dass das Gefäß hoch genug ist. Und dann funktioniert das auch mit dem Sphagnummoos. So, dann holen wir das Ganze jetzt mal hier heraus, vorsichtig. Vorsichtig. So. Ja, das Ganze ist gut verwachsen, wie wir sehen. Richtig cool. Ich muss mal eben gucken, wo hier die Wurzeln wachsen. Die sind ja an einer neuen Pflanze. Zumindest war das damals so. Ja, ich glaube, das kann man sehr schön sehen schon. Ich würde sagen, das Ganze holen wir mal etwas näher ran. Es ist so wunderbar anzusehen. Also ich werde das jetzt nicht alles auseinanderrupfen hier. Nur vorsichtig mal so, dass man das zeigen kann. Aber man sieht, die Wurzeln wachsen tatsächlich schon bis unten hin. Diese Wurzeln sind jetzt allerdings von dem Neuaustrieb hier. Bei den alten Bulben hat sich, soweit ich es jetzt erkennen kann, also nichts getan. Dort haben sich keine neuen Wurzeln entwickelt. Ich werde mir hier die Seite mal vorsichtig runterziehen. Nein, auch da ist nichts zu erkennen. Also an den alten Bulben haben sich also tatsächlich keine neuen Wurzeln entwickelt, sondern nur tatsächlich bei dem Neuzuwachs, den man hier sehr schön sehen kann, dort haben sich jede Menge Wurzeln entwickelt. Ja, wir werden den jetzt so tatsächlich wieder einpflanzen, allerdings etwas höher. Jetzt haben wir noch was zu berücksichtigen, und zwar, wenn wir das höher pflanzen, hängt natürlich das Moos hier oben raus, und wir wissen ja, an der trockenen Luft geht es kaputt. Von daher werden wir das erstmal abschneiden, damit wir das Ganze etwas tiefer setzen können wieder, aber auch nur etwas. Und den Rest des Mooses, kann sein, dass wir es gleich unten reinpacken. Ich bin mir gerade aber noch nicht ganz sicher. Das werden wir gleich sehen, wie das jetzt hier so weit funktioniert. Also das ist so geil gewachsen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber wir sehen, Versuch macht klug, und von daher sind wir wieder etwas schlauer geworden. So, ja, Klartext. Mal eben gucken. Ja, jetzt verschwindet er natürlich wieder im Topf. Im Glas in dem Sinne. Also Klartext, wir packen jetzt einfach das Moos, was wir jetzt abgeschnitten haben, unten rein. Mal gucken, ob es dann schon ausreicht. Boah, das duftet. Oh, das duftet richtig herrlich. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir das Ganze schon mal etwas höher. Ich möchte es aber doch noch etwas höher haben. Also nehmen wir auch noch mal was von dem Moos, was wir hier drin haben, raus und packen das unten noch mal mit rein. Also das ist so eine geile Sache mit dem Moos, dass das so gut funktioniert. Hätte ich damals nicht gedacht, aber nun ja, wir sehen, es funktioniert. Das sind übrigens noch die alten Wurzeln hier. Dort hat sich auch gar nichts entwickelt. So, vorsichtig rein. Ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Das Ganze ist also ein Stückchen höher gekommen jetzt schon. Und von daher ist das so vollkommen ausreichend. Und so werden wir die Pflanze dann weiter pflegen. Wie bisher. Die Oncidium, das ist die, die wir schon vom letzten Jahr hatten, und hier hatten wir das Problem gehabt, dass sie hat wunderschön geblüht, aber irgendwann hörte sie auf und die Bulben schrumpelten ein oder waren teilweise auch vorher schon eingeschrumpelt, aber das wurde immer schlimmer. Dann hatten wir sie aus dem Topf herausgenommen, die Wurzeln waren verfault, wir haben die Wurzeln abgemacht und das Ganze, dann ist Sphagnummoos eingepflanzt, und seitdem geht es der Pflanze richtig gut. Versorgt wird sie ja nur mit dem Orchidspray, also keinen zusätzlichen Dünger. Das ist also bei allen Orchideen, die wir haben, machen wir das so. Das ist also die einfachste Art und Weise, die Orchideen damit zu versorgen. Es funktioniert bei allen Orchideen, die wir jetzt im Haus haben, also dort gibt es keine Mangelerscheinungen oder sonst irgendwas. Das sieht man auch sehr schön hier an dieser Dendrobium Berioda. Ja, alle gleichermaßen. So, das kurz dazu.